Die Ruine eines modernen Gebäudes, einst eine geheime Klinikadresse Ost-Berlins. Man kann das durchaus als Luxus bezeichnen. Heute wie eine Kulisse aus einem Endzeitfilm. Es ist einfach ein Trümmerhaufen. Früher Klinik für die Parteielite, heute ein zerstörter Ort. Die Reste des ehemaligen Regierungskrankenhauses der DDR. Damals die beste Klinik des kleinen Landes. Vorbehalten für die politischen Führungskader der DDR. Heute für Unbefugte Zutritt verboten. Urban Explorer Andreas Böttger kennt das marode Gebäude jedoch schon eine lange Zeit. Als Experte für Lost Places organisierte er hier Entdeckungstouren. Schon seit Anfang der 1990er Jahre faszinieren ihn verfallene und vergessene Orte. Und irgendwann wurde aus Leidenschaft Beruf. Er gründet mit einem Freund ein Unternehmen, das Führungen und Fototouren an Lost Places anbietet. Den eigenen Spaß hat er dabei nie verloren. Bei so einem großen Haus, da ist dann so ein Entdeckerdrang auch da. Man möchte mal alles mal irgendwie abgehen, mal überall reinschauen. Vielleicht findet man noch irgendwas Interessantes. Wenn man weiß, dass man früher hier nie reingekommen wäre, weil es eben so stark bewacht war, was diese ganze Begehung als was ganz Besonderes darstellt. Im Bucher Stadtforst am nördlichen Rand der Hauptstadt liegt das exklusive Klinikobjekt. Abgeschottet von der Öffentlichkeit, mitten im Wald. Schon 2015 war Andreas Böttger hier. Die Fototouren im ehemaligen Regierungskrankenhaus, Highlights im Portfolio seines Unternehmens. Damals war hier viel zu bestaunen. Das Gebäude noch weitaus intakter als heute. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, das war auch unsere erste Fototour hier. Und wir haben das Haus praktisch wie auch die Teilnehmer auf unseren Touren erkundet und sind überall mal reingegangen, haben überall geguckt. Es ist aber auch so, dass einige Teilnehmer auch ein mulmiges Gefühl bekommen haben, weil es wirkt schon sehr bedrückend. Das liegt natürlich auch daran, dass es eben ein Krankenhaus ist. Da ist die Atmosphäre auch einfach ein bisschen da, wenn man in die OP-Säle schaut oder in die Kinderstation. Und man hat noch einige Geräte gesehen. Das hat eigentlich auch so ein leicht bedrückendes Gruselgefühl. 1976 nimmt das versteckte Krankenhaus am Rande der Stadt den Betrieb auf. Normale Patienten erhalten erst nach der Wiedervereinigung Zutritt. 2007 wird der Komplex endgültig geschlossen. Massive Zerstörungen erleidet das Gebäude während der Pandemie. Der Ort wird zur Partyzone. Der Verfall eines Hauses, um das sich schon immer Legenden rankten. Ja, das ist der Sonderpavillon. Da sind wir jetzt praktisch in dem Anbau hinter dem eigentlichen Krankenhaus. Honecker hatte sogar eine eigene Zufahrt gehabt hier. Der konnte also praktisch unabhängig von dem eigentlichen Krankenhaus hinten durch eine Sonderzufahrt sozusagen in seinen eigenen Pavillon kommen. Und das ist jetzt Honecker seine Suite. Etwas unspektakulär, aber trotzdem groß. Man sieht, der hatte ganz schön Platz hier. Nicht schlecht, allein der Ausblick. In dieser Suite ist Erich Honecker als Patient kuriert worden. Der Raum wurde nach der Wende verkleinert. Dieser Durchblick entstand auch erst später. Sehr geräumig, oder? Wir sind hier in einem Krankenhaus. Also ich glaube, selbst in einem normalen Hotel mit Duschkabine, mit Badewanne, das ist schon groß. Also ich finde, selbst für ein Hotel wäre das schon ganz schön fies groß. Hinab in die geheimnisvollen Unterwelten der Klinikruine.
Im Sonderanbau für Erich Honecker und Politbürogenossen ein Bunker. So, da haben wir jetzt hier eine Bunkertür. Also gut, der Bunker ist verschweißt. Wir stehen jetzt so praktisch hier direkt an der Tür zum Bunker unter dem Sonderpavillon, also wo Erich Honecker mit seinem Fahrstuhl direkt reingefahren wäre. Und er hätte hier im Notfall oder im Ernstfall sozusagen 6 Tage lang völlig autark drinnen leben können. Wir kommen natürlich jetzt hier nicht rein. Also das Ding wurde wirklich verschweißt, wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen. Honecker und Co. hatten ihre Privilegien. Im dekadenten Luxus haben sie nicht geschwelgt. Aber sie haben Wasser gepredigt und Wein getrunken. Das alles kocht in der Wendezeit hoch. Waren im Sozialismus nicht alle Menschen gleich? Warum diese Besserbehandlung? Im Regierungskrankenhaus stellt sich ungewohnter Besuch ein. Ein Drehteam vom DDR-Fernsehen. Zum ersten Mal für Visite, zum ersten Mal überhaupt für Fernsehkameras öffnen sich die Schranken zum Regierungskrankenhaus. Visite macht Visite im Regierungskrankenhaus. Diese Einrichtung ist ja in der letzten Zeit auch in der Öffentlichkeit ein wenig ins Gerede gekommen. Wir wollen uns bemühen, auf seriöse Art und Weise einigen Dingen nachzugehen. Lothar Kant war damals der ärztliche Direktor des Regierungskrankenhauses. Die forschen Fragen der jungen Journalistin waren für ihn ungewohnt. Die Fernsehleute aber wollen ihre Arbeit nun ernst nehmen. Können wir mal in so ein Zimmer hineinschauen? Denn es gibt ja auch Gerüchte, dass Sie so spezielle Suiten haben, die perfekt ausgerüstet sind. Vielleicht können wir mal reinschauen, ja? Guten Tag. Wir wollen uns nur mal hier das Zimmer ansehen. Hier ein Blick nochmal in das Badezimmer. Für mich persönlich Interhotelniveau. Herr Professor Kant, sehen alle Zimmer in diesem Haus so aus oder gibt es, um mal Gerüchten nachzugehen, ganz exklusive Etablissements? Exklusive Etablissements haben wir nicht. Wir hatten einen Bereich, den sogenannten Pavillonbereich, der wesentlich großzügiger ausgestattet war als dieser Bereich. Den haben wir im Zeitraum der letzten 4 Wochen geschlossen. Legenden über das sagenumwobene Regierungskrankenhaus werden noch immer ausgeräumt. Also die Legende, es gab hier Südfrüchte, stimmt zum Beispiel als erstes nicht. Zweitens die Legende, dass hier Westgeld bezahlt wurde für die Mitarbeiter, gab es überhaupt nicht. Also es gibt sehr, sehr viele Legenden. Aber Legenden entstehen dort, wo Informationen fehlen. Das alles wird damals auf den Prüfstand gestellt. Soziale Gerechtigkeit, hier war sie Mangelware. Was mich allerdings sehr böse macht und auch viele Menschen in unserem Land, ist, dass sich bei uns eklatante Unterschiede auftun zwischen der Qualität der Ausstattung hier in Ihrer Einrichtung und zwischen der Situation in der medizinischen Grundbetreuung, sprich an der Basis. Ich kann Ihnen nur zustimmen, die Differenzen sind wirklich außerordentlich groß. Und wir sind der Meinung, man muss unbedingt das Niveau in den Gesundheitseinrichtungen so schnell wie möglich anheben. Alles, was wir dazu tun können, mit Kadern, mit anderen Erfahrungen, würden wir gerne beisteuern, um hier unseren Beitrag zu leisten. Lothar Kant hätte eine Karriere im Westen wagen können. Aber der anerkannte Herzspezialist blieb in Buch. Auch als man ihn zum Assistenzarzt herunterstufte. Und erlebte mit den meisten der Kollegen im Krankenhaus die Zeit des Umbruchs. Im Haus herrschte eigentlich eine absolute Spannung. Es war auch, das muss man sagen, es war eine gewisse Angstsituation auch da. Was passiert mit uns? Wie geht's weiter? Also sehr, sehr kompliziert. Aber ich denke, die Kollegen, die hier waren, haben erstmal primär zusammengehalten und bildeten sozusagen erstmal eine geschlossene Gemeinschaft. Hat sich nachher ein bisschen geändert. Die ersten Kollegen gehen irgendwann. Das Krankenhaus aber bleibt. Bald untersteht es nicht mehr der Regierung der DDR, sondern dem Senat von Berlin. Ein Nachteil jetzt: der abgelegene Standort am Rande der Stadt.
Die Historikerin Jutta Braun forscht über das Gesundheitswesen im Systemvergleich West und Ost. Auch in ihrem Fokus die Standortwahl des DDR-Regierungskrankenhauses. Ursprünglich lag das Regierungskrankenhaus in unmittelbarer Grenznähe, Invalidenstraße, Scharnhausstraße, diese Ecke. Und das war aber natürlich mit dem sich verschärfenden Kalten Krieg ein immer größeres Sicherheitsrisiko oder wurde als solches angesehen. Man blickte ja gleichsam auf die Grenze. Im Gesundheitsministerium war ein Mitarbeiter nebenbei von der Stasi dazu abgestellt, immer mal aus dem Fenster zu gucken, ob sich nicht irgendwelche Zwischenfälle ereigneten. Ein Planungsstab sucht in den 70er Jahren nun fernab der Mauer. Am Stadtrand und möglichst gut verborgen. Die Wahl fällt schließlich auf den Bucher Stadtforst. Es gab übrigens auch echt Proteste, als dieser Krankenhausbau dann begonnen hatte. Es ist natürlich ein Monsterbauwerk. Man sieht das ja, was für ein riesiges Teil das ist. Und da haben sich natürlich auch Leute aus der Umgebung darüber aufgeregt, wie es sein kann, dass man hier so ein Riesending hier für die Regierung hinstellt. Und das in unserem schönen Forst. Ja. Nach der Wiedervereinigung geht das Interesse am einstigen Regierungskrankenhaus verloren. Es gehört jetzt zum Klinikum Buch. Das wird 2001 vom Senat an die Helios-Kliniken verkauft. Der private Konzern baut woanders neue Einrichtungen und schließt die einstige Vorzeigeklinik 2007. Seitdem verwaist der Gebäudekomplex. Andreas Böttger entdeckte den Lost Place für sich und organisierte hier Führungen. Bis 2017. Seitdem ist der Ort mehr und mehr dem Verfall ausgesetzt. Die Fototouren hatten zumindest viele Menschen kanalisiert, die halt gerne rein möchten. Und durch Vandalismus, viel Schrottdiebstahl, der hier an diesem Ort leider auch stattgefunden hat, ist dieser Ort sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Zwischen diesen Aufnahmen liegen nur wenige Jahre. Andreas Böttgers Weg führt zur ehemaligen Schwimmhalle. Einst ein Highlight der Klinik. In den verwahrlosten Räumen immer wieder Überraschungen. Eieiei. Das sind doch die originalen Baupläne von diesem Haus hier. Dass das hier noch rumliegt, das ist wirklich interessant. Also eine echte Fundgrube. Manchmal ist das einfach so, was man auf so Lost Places entdecken kann, was die Zeit überdauert hat und hier noch liegt. Auch wenn es erstmal nach Müll aussieht, sind das hier echte Schätze. Das sind die originalen Bauzeichnungen. Entdeckerfreuden. Irgendwann, wenn wir mal hier ewig noch weiter suchen, finden wir vielleicht noch mal das Bernsteinzimmer, ich sag's dir. Glück ist dem Ort wohl vorerst nicht beschieden. Vandalen haben hier leider gegenüber den Schatzsuchern ganz offensichtlich die Oberhand. Die Bilanz des einstigen ärztlichen Direktors. Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man das sieht, weil ja, die Struktur eines Krankenhauses ist ja völlig weg. Es ist einfach ein Trümmerhaufen, einschließlich eines Kothaufens dort auf der Erde. Die heutige Anmutung ist befremdlich und auch es jagt einem auch ein bisschen Angst ein. Und zwar nicht nur aufgrund des Verfalls, sondern weil es ja doch mal eine der größten und modernsten Einrichtungen gewesen ist. Und dass so etwas dann einem derart zerstörerischen Verfall anheimgegeben ist,
lässt einen etwas fröstelnd zurück. Ein Lost Place lebt von seinem morbiden Charme. Doch manchmal auch mit einem bitteren Beigeschmack. Die nächste Folge von Lost Places entdeckt eine Klinikruine im Westen Berlins. Diese Gebäude sind einfach perfekt, hier im Wald eingebettet in den ganzen vielen Grünen. Mit einem monumentalen Bunker in der Nähe des Wannsees. Das ehemalige Krankenhaus Heckeshorn.